Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 3, dem Remake. Ja, ich habe jetzt was gemacht und zwar habe ich schon hier den Koffer geöffnet, weil ich hatte vergessen, dass ich ja diese Bonus-Dinger gekauft hatte. Und da kriegt man den Dietrich automatisch mit und auch den Borstenschneider und ein paar Sachen hier, die ich jetzt hier drin ha liegen habe. Das Headhandbuch. Ja, gut. Brauche ich jetzt nicht wirklich unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Die, genauso wie die Waffen, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Kampfvest habe ich reingelegt und dafür habe ich jetzt den Hotdogger geholt. Und ja, den ganzen Rest hier, weil wir auf Standard spielen. Wir spielen ja nicht auf Inferno. Brauche ich den ganzen Scheiß hier nicht. Ich habe jetzt nur die Pistole wie bei Resident Evil 2 Remake geholt, die unendlich Muni hat. Und natürlich haben wir auch die Samurai Edge dabei. Die werde ich natürlich erstmal leer schießen, die Waffen. Und wir sollen ja jetzt die U-Bahn in Gang bringen. So. War hier noch irgendwas? Ja. Ja, doch, hier war noch das da hinten. Huch. Lebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Ich wollte zeitig rausgehen, aber okay. Da, ich hasse den Leben. Ich beschleunige das mit dem Dietrich halt ein bisschen mehr. Dann da brauchen wir nicht so viel Zeit, damit könnten wir auch später da mit dem vierten Teil direkt loslegen. Ist vielleicht nicht schlecht die Idee. Hau ab, du Mist Vieh. Naja. Ruhig bleiben ist ein bisschen schwierig bei dem Chaos. So, natürlich hätten wir den Dietrich jetzt nicht bekommen. Den hätten wir viel, viel später bekommen. Aber jetzt haben wir ihn schon mal. Dann geht das auch ein bisschen schneller. Ihre Charlie-Figur. Die originale Charlie-Figur basierte auf dem Konterfei des Gründers von Toy Uncle, Charlie McBergen. Und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen zu unserem 25. Jubiläum eine Porzellan-Charlie-Figur zu präsentieren. Diese von unseren Mitarbeitern mit Liebe und Sorgfalt von Hand gefertigte Figur in limitierter Produktion ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charlie seinen Platz als geschätztes Mitglied ihrer Familie findet. Vorsicht, dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen und Stößen. Ja. Hier haben wir ja so eine Figur. Wie kann ich denn das Messer zücken, sagen? So, ja, ja, ich weiß. Stimmt, das ist ja diesmal nicht so wie bei Resident Evil 2, das ist ja ganz anders. So, natürlich können wir das hier untersuchen. Das untersuche ich jetzt auch mal. Und da haben wir schon mal den ersten Juwel. Huch. Gut, draußen ist natürlich auch noch jede Menge. Ich weiß nicht, ob ich alle Charlie-Figuren bekommen kann, aber ich glaube eher weniger. So, überall liegen hier Tote. So, Schisspulver nehme ich gerne mit. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Ja, da brauchen wir was. Und dieser Clown ist auch überall dabei. In jedem Resi-Teil, glaube ich. Oder nur im siebten. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal. Aber beim zweiten Teil war er dabei.
Ah, er hat überlebt. So, der ist tot. Die Zombies sind natürlich überall. Ah, fuck. Ja, Jill kann ausweichen. Im Gegensatz zu Claire und Leon. Obwohl Leon eigentlich das auch hätte können müssen. Im zweiten Teil, aber gut. So, eine Handgranate. So, ein Kraut. Da ist das nächste Kästchen. Das werden wir natürlich auch direkt mal untersuchen und öffnen. Und da haben wir schon das rote Juwel. So, das hier können wir reinpacken. Das hier auch, das brauchen wir alles nicht. Granate brauche ich auch nicht. Ja. Gut, das grüne Kraut. Bin ich eigentlich verletzt? Oh, es geht eigentlich. Speichern werde ich noch nicht. Okay, da liegt Munition noch rum. Pistolenmunition. Das ist sehr gut. Aber hier liegt noch irgendwo was rum. Vielleicht hinter der Theke. Kommen wir da hin? Nee, da kommen wir nicht hin. Schisspulver. Ich werde das mal in die Kiste packen. Dann sparen wir uns ein bisschen Platz. Ich glaube, die Samurai jetzt packe ich auch mal weg. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, das Wichtigste mache ich immer unten hin. Wir haben übrigens auch schon direkt zwei Taschen am Anfang bekommen. Habe ich auch vergessen zu sagen. Die kriegt man direkt am Anfang. Das ist voll geil. Aber nur, glaube ich, wenn man auf Standard spielt. So. Ach du Scheiße, Alter. Ah, natürlich kommt da jetzt einer raus. Ah, fick dich. Ich bin so ein Depp, Alter. Ich bin da hingelaufen. Ich muss die mal alle ein bisschen weg da locken. Ja, fick dich. Oh, das ist doch nicht wahr. Dann halt so, meine Fresse. Geht mir ein bisschen auf den Zeiger, wisst ihr? Oh. So. Das ist ein bisschen doof gelaufen gerade. Ich habe mich auch ein bisschen blöd angestellt, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Wow. Welches Schisspulver. Das hat sich sehr gelohnt. So, die stehen eh wieder auf. So. Wo müssen wir denn hin? Wir sind hier. Hier ist so ein Durchgang. Ah, da kann ich den Bolzenschneider benutzen. Zack. So, wir gucken uns hier mal genau um. Bist du tot? Ja, der scheint tot zu sein. War hier nicht noch einer irgendwo? Ja, da. Wusstest doch. Halt doch mal still. Ah, das gibt's da nicht. Okay, es scheint wirklich tot zu sein. Aber mit dem Messer geht's am besten. So, hier ist der Feuerwehrschlauch. Den nehmen wir mal mit. Und ich werde mich mal mit dem grünen Kraut teilen. Wow, das hat nicht viel gebracht.
So, hier liegt noch eine Notiz. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen. Ich schieße die Flinte erstmal im Kasten ein. Sollte sie vor Diem sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bitte, dass ihr das alle heil überstehen. Ja. Jill bekommt hier ziemlich viele Waffen-Upgrades. Ja, ja, das kennen wir ja. So, den Dietrich haben wir ja schon, deswegen beschönige ich das alles ein bisschen. Da müssen wir nicht immer hin und her und dann muss ich auch nicht offscreen aufnehmen. Was heißt aufnehmen? Offscreen alles machen. Kann ich das direkt hier in einem durchziehen. So. So, da ist die Flinte. Brauchen natürlich nur einen Platz zum Glück. Sonst haben wir hier alles. Ja, hier war alles. So, da ging es nicht weiter. Ah. Das ist das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Genau, hier ist doch noch was zum Öffnen. Kann ich das mitnehmen? Nein, kann ich nicht, aber jetzt kann ich das mitnehmen. Aber weißt du was? Ich benutze es jetzt einfach, jetzt haben wir noch mehr Platz. Kaltbus Eisenbahn, Eisenbahner Leitfaden, mein Gott. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen, sobald die... Punkt. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenden Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Ich muss da langsam mal lesen. Keine Reaktion. Gut, ist ja auch kein Strom, du Heldin. Gut, eigentlich ist Schutzstrom da, aber... Ja, ich hoffe, der bleibt liegen, aber ich glaube schon. Du schon wieder. Du verfolgst mich ja auch die ganze Zeit. So. Da läuft die Dame herum. So, wir schauen uns natürlich hier komplett um. So, da haben wir... Achso, ich bin doof. Noch mehr Schießpulver. Ich versuche alle Items hier zu bekommen. So. Ja, ja. Ja gut, da kommen halt nicht rein. So. So, gut, dann halt so. Die Schrotflinte setze ich mal auf die 2, das Messer werde ich auf die 3 legen. So. Da ist nämlich ein Code. 937. So. Da liegt noch mehr Pistolenmuni. So, ich muss dir das mal merken. 9 links, 3 rechts und 7 links. Wenn ich es vergesse, dann... Warte mal. Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Also 9, 3, 7, okay.
So, noch irgendwas hier. Ja, da liegt noch irgendwo was rum. Hier ist doch irgendwo was. So, wir waren jetzt in der Apotheke. Hier geht es natürlich nicht weiter. Aber hier oben geht es doch weiter. So, hier unten liegt ja nichts. Hier ist alles verbarrikadiert. Bisschen Pistolenmuni. Ich will doch so ein Wackelkopf. Jetzt sehe ich einen. Okay. Ich höre ihn, aber ich weiß nicht, wo der ist. Okay, der ist wirklich tot. So. 9, 2, 7. Okay, da waren es 3 gewesen. 9, 3, 7. Ja, ich habe die eine Zahl falsch gehabt. Und jetzt haben wir unser erstes Upgrade für unsere Pistole. Warum können wir das nicht gleich kombinieren? So, jetzt können wir nämlich besser zielen. Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche sorgen, wenn man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einem guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Q-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Ja, aber du bist so ein Held und hast das sortiert. So, dass es jeder sehen kann. So. Noch mehr Schisspulver. Was ich natürlich nicht kombinieren kann. So, das war's dann mal hier, aber hier ist doch irgendwo eine Figur. Da. Toll. Ein Schuss vergeudet, egal. So, jetzt können wir hier lang laufen. Da geht's wieder runter. So, das kombiniere ich schon mal direkt. Dann haben wir hier oben noch irgendwo was liegen. Vielleicht mit Glück Pistolenmunition. Okay, hier liegt nichts. Okay. Sei easy, als ich dachte. Oder leichter gesagt, als ich dachte. So, was ist das? Gut, kombiniere ich einfach. So haben wir ein bisschen mehr Munition. So, da kann ich hier die Leiter runterschmeißen. Somit können wir das Feuer löschen, aber das werde ich erst später machen. Erstmal gehe ich da mal zurück. Hallo? Maus? Ah,
Ah. Gibt's doch nicht. Ah, oh, das ist doch... Ein Huhn ist das. Jetzt verreck doch mal, du Missgeburt, Alter. Drecksack, ey. Willst du mich verarschen? Bleib auch liegen. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen aushandelt wurde, aber der ging mir jetzt wirklich ein bisschen auf den Zeiger. So, und hier muss doch irgendwo was rumliegen. Schisspulver. Und das hast du auch schon mal hier. Dann da drüben haben wir auch noch was. Ich will nämlich alles mitnehmen. Was geht. So, aber erstmal werde ich hier alles zerstauen. So zum Beispiel die Heilung. Schisspulver. So, das brauche ich jetzt auch erstmal nicht. So, das brauche ich später. Hinter nehme ich mit. Ich meine hier oben hinpacken. So. So, das Juwel hole ich auch später mit. Ja gut, Gesundheit sieht gut aus. Ich werde speichern, nachdem ich den Part danach ja, beendet habe. Okay. Wo könnte denn hier noch was liegen? Vielleicht hier im Polizeiauto eventuell? Nee. Hier muss doch irgendwo was sein. Genau, ich bin hier. Und irgendwo muss hier noch was sein. Man wird ja ständig hier aufgehalten. Hier brennt alles. Vielleicht hier. Ne, ich weiß echt nicht, wo hier noch was liegen soll. Oh, ich bin ja auch komplett falsch. Ich bin ja auf falscher Bereich. Ich bin so ein Held. Ich bin ja auch komplett falsch. Es muss hier sein. Irgendwo hier. Hä? Aber hier ist doch nichts. Ach so, oh, ich, ja doch, ich weiß wo. Ich weiß aber nicht, ob das hier dazu gehört. Ja doch, gehört anscheinend dazu. So, die letzte... Ne, das gehört nicht dazu, hä? Na komm. So. Vielleicht hier. Hier habe ich doch gar nicht geguckt. Ja, natürlich, hier ist doch was. Okay, jetzt haben wir alles hier in dem ganzen Bereich. Gut, da ging es ja nicht weiter. Gut, da müssen wir wieder zurück. Ich will aber erstmal ein bisschen was zerstauen. So, ich verstaue mal die Granaten, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Bitte muss ich die nachladen? Ne, die ist nachgeladen, gut. Dann haben wir hier erstmal alles. Genau, da gehen wir nochmal zurück.
Da war das, wo es brennt. Und hier waren wir noch nicht. Genau, in dem Einkaufsladen hier. So. Oh, den braucht man immer noch. Ich weiß ja jetzt nicht wo. Gut, das ist die letzte Dings. Die untersuche wieder. Ich wollte die Leute nicht wegwerfen, hallo. So, jetzt haben wir das letzte Juwel. Perfekt. Kann ich dann noch ein paar Sachen holen. So, erstmal hier. Ein bisschen umgucken. Ist ein bisschen ähnlich wie bei der Tankstelle. So, Schisspulver. Erste-Hilfe-Spray und das war's eigentlich schon. Mehr gibt es hier nicht. Genau. Oh, was denn? Da ist der Ausgang, ich bin blöd. Oh, sauberer Schuss. So, hier haben wir auch alles. Dann gehen wir mal zurück. Okay, das ist wirklich tot. Alter, wie schnell dreht er sich denn um? Jetzt bin ich schon Gefahr, natürlich, als ob. Stirb doch einfach, du Mistgeburt, Alter. Sorry, aber langsam kriegst du den Rage-Mode. Du lebst also auch noch. Okay. So, hier war doch noch was, genau. Meine Güte, ey. Zombies hatten ein bisschen auf Trab. Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen langweilig bestimmt für euch, weil ich hier nur in der Stadt rumlaufe und sonst nichts tue, aber es gehört halt dazu. So. Blau. Gibt's eine Handgranate umsonst? So, dann haben wir rot. Da gibt es sogar ein Waffen-Upgrade. Für die Flinte. Und ich werde natürlich die Flinte direkt damit ausstatten. So, jetzt haben wir eine M3-Flinte. Beziehungsweise hatten wir schon die ganze Zeit. So. Und die grüne. So, und noch eine Tasche. So. Und, das hier war eigentlich im Uhrenturm gewesen. Soweit ich mich erinnern kann. Falls es richtig ist, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. So, das kommt unten hin. So, jetzt. Ja, gut. Granate kann ich weglegen. Ja, ich werde jetzt hier speichern. Und den Part beenden, weil es lohnt sich jetzt nicht, rüber zu laufen. Beziehungsweise da ist auch noch eine Tür. Achso, ja, das ist da, wo wir hin müssen. Gut. Ja. Dann werde ich dahin laufen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in der Richtung wieder. Oder hören uns eher wieder. Ich vergesse halt immer wieder, dass ich keine Webcam anhab. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, auch wenn es so Rumgerenne war und Loot. Aber es gehört halt dazu, man muss ja vorbereitet sein in einer Zombie-Apokalypse. Naja, ich bedanke mich nochmals fürs Zusehen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.